Nach zwei verregneten Sündigten eine Versöhnung mit dem Petrus, Kaiserwetter auf dem Maienfelder, Ross riet. Und Zuschauerinnen und Zuschauer sind zahlreich erschienen. Am Schluss hat man etwa 5'500 gezählt. 55 Ross am Start, 40 Ritter, 14 Fahrer und einen riesigen Wettumsatz von fast 68'000 Franken. Über 100 Helferinnen und Helfer haben das ermöglicht. Übrigens Preisgelder in 8 Rennen über 100'000 Franken. Die Abschankungen sind dicht beleidigt gewesen, von gross und von klein. Das Interesse war gewaltig gewesen. Gar nicht einfach zum Filmen. Wir steigen ein beim Preis vom Kanton St. Gallen am Trabrennen über 2'450 Meter. Noch etwa 250 Meter mit Be Good Thanks außen, innen Chrissia Deam, dann Vinci Dubois und ganz außen versucht Porsche Commercial anzugreifen. Vorne ist Chrissia Deam, jetzt kommt aber Be Good Thanks und ganz außen, nein, der kommt nicht mehr weiter. Chrissia Deam oder Be Good Thanks und Porsche Commercial kommt doch nochmal. Chrissia Deam oder Be Good Thanks, Chrissia Deam. Ganz knapp und Be Good Thanks, dritter ist Chrissia Deam. Wir trainiert und starten Besitz für ihren Vater, Theo Pfannkhauser. Und jetzt wollen wir die Evelyn noch schnell fragen, wie war es denn jetzt gewesen, da zum Fahren? Ist der Boden gut? Ja, der Boden ist super. Also es gibt auch bei uns eher schnelle Rennen. Nein, ist super. Am Schluss hast du noch ein bisschen gegessen. Ist es knapp geworden? Ja, es ist knapp gewesen. Nicht nur Kaiserwetter, sondern auch gute Bedingungen auf der Natur-Rennbahn. Übrigens der einzige in der Schweiz. Dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Preis von der Allianz Suisse, ein Flachrennen über 2'650 Meter. Noch etwa 250 Meter mit Stonehenge Superba und zwischen den beiden kommt Tamanoir Argentin und auch Boucho kommt auf Touren. Vorne ist jetzt Tamanoir Argentin. Jetzt kommt Boucho zwischen den allen durch. Boucho und Tamanoir Argentin. Boucho, Boucho, Boucho gewinnt hier locker. Boucho vor Tamanoir Argentin. Meine Damen und Herren, die 8-jährige Stute holt sich da den dritten Sieg in Folge. Auf der Zielgeraden hat sie ihre Konkurrenten abgerechnet. Da steht sie mit dem Morgan Bürgin im Sattel. Das ist Boucho! Spürbare Begeisterung oben auf dem Turm und natürlich eben auch unten beim Publikum, wo fleissig umeinander wandern, um ja nichts zu verpassen. Aufs Wetter, auf das kommen wir noch. Gut, jetzt sind wir langsam bei der Mittagspause. Wir steigen ein beim Preis von der Repower Boschiavo Cross Country 4200 Meter. Und wir steigen bei dem Rennen, wo übrigens sogar die vier am stärksten sind, aber umso spannender ist es dann trotzdem noch geworden. Wir steigen ein kurz nach der Hälfte vom Rennen. Das Trio kommt wieder vor die Mauer, wieder über die Mauerhecke, wieder vors Publikum und dann über den Käppeliwall wieder. Mit Capsizun, Manolo macht hier aber einen sehr, sehr guten Eindruck. Jürg Langmeier muss ihn zurückhalten, dass er nicht an Capsizun herangeht. Über den Käppeliwall. Wall Street Wolf, der auch Flachklasse hat, der ist noch nicht geschlagen. Der Einzige, der jetzt für den Sieg eigentlich fast nicht mehr in Frage kommt, wenn die anderen drei vorne gut reiten, ist Darko. Jetzt eine der entscheidenden Passagen. Maueraufsprung und gleich die enge Wendung nach rechts. Wer erwischt dies am besten? Die vorne erwischen das etwa gleich gut. Gegen den Wassergraben und wieder hier vors Publikum. Noch 7 Hindernisse. Der Wassergraben mit Capsizun und dann der Reiter. Wahnsinn! Haben Sie das gesehen? Ivan Gerki, wie der hier im Sattel bleibt, das Gleichgewicht behält. Und auch Carina Schneider mit Darko ist hier noch im Rennen. Vorne geht es jetzt zur Sache mit Capsizun. Manolo ist aber noch nicht geschlagen und auch Wall Street Wolf nach diesem Fehler, der findet den Anschluss wieder. Hoch zum Baumstamm. Das ist das fünftletzte Hindernis. Da ist noch alles möglich. Mit Capsizun, der natürlich am meisten Flachklasse hat, ein kleiner Rumpler von Manolo, aber Jürg Langmeier ist noch im Sattel und Wall Street Wolf an dritter Stelle. Darko, der jetzt aus dem Rennen ist. Vorne beschleunigt, nicht aus dem Rennen natürlich, aber aus dem Rennen um den Sieg. Vorne ist Capsizun, der beschleunigt hier. Raphael Link drückt aufs Tempo. Wieder der Aussprung und gegen den Jeninser, es sind noch 2 Hindernisse. Da müsste die Flachklasse von Capsizun jetzt doch spielen, aber Manolo gibt sich noch nicht geschlagen. Capsizun gegen das zweitletzte Hindernis, Manolo mit einem Riesensprung und der ist dran. Capsizun und Manolo ist dran, Manolo geht innen an Capsizun heran.
Diese beiden, wir werden einen tollen Einlauf sehen, noch 200 Meter etwa, mit Kapsisun rechts und links ist es Manolo, Manolo geht vorbei. Manolo mit Jörg Langmeier, geht er hier nach Hause, Kapsisun ist geschlagen, Manolo! Ein fulminanter Endspurt von Manolo, aber noch sind nicht alle Paar im Ziel gewesen. Und dann hat es den Sturz gegeben. Hat aber schlimmer ausgesehen, als dass es wirklich war. Dank der schnellen Hilfe ist es alles glimpflich verlaufen. Dann war Mittagspause, ich habe mit dem Rudi Niederer geredet. So, Rudi Nieder, nach drei Rennen Mittagspause, bei der dritten Auflage, endlich schön Wetter. Eine Erholung trotzdem, obwohl Sie jetzt am Mittag Stress haben. Natürlich ist das eine Erholung. Jetzt hat sich die ganze Sache wieder ein bisschen gelegt. Viele Leute sind schon bereits da. Und was will man mehr an so einem wunderschönen Tag wie heute? Sie nennen das cool, he? Aber natürlich war es ein riesiger, immenser Aufwand und zweimal mussten sie absagen. Ja, das ist in der Tat so, dass wir da haben müssen halt kleine Beine geben. Für uns ist das Risiko zu gross und darum haben wir gesagt, nein, so geht es nicht. Hervorragend, aber manchmal ist es schon schwierig. Gell? Morgen, gewisse Leute sind ja schon gekommen, hier arbeiten, und dann mussten sie am Morgen absagen. Also man hat natürlich immer wieder gehofft, oder? Nein, ich muss es so sagen, wir haben es eigentlich frühzeitig schon gewusst. Wir haben so die Übersicht, die wir dort geschwindhaft gehabt, dass es einfach gerne nicht möglich ist. 61 Jahre Pferderennen in Meienfeld, sind wir jetzt bei der jetzigen Ausgabe fast wieder ein bisschen back to the roots. So sieht es jetzt auch aus und ich bin ganz begeistert, wenn ich jetzt hier vom Turm runterschaue. Festbank, richtige Festhütte, das ist eigentlich das, was man ja früher eben angefangen hat mit dem. Die einzige Naturbahn in der Schweiz und ist es auch geblieben, oder? So ist es, ja. Ist natürlich immer schwierig, aber das Terrain, haben Sie gesagt, alle, die hier geritten sind, ist heute wirklich super, ideal. So ist es, sind beste Bodenverhältnisse. Und dann, glaube ich, können wir da wahnsinnig gute Rennen durchführen. Wie lange sind Sie dabei? 10 Jahre? Sie selber als Präsident? Das ist jetzt bereits im 14. Jahr. Zwischendrin habe ich eine Pause gemacht und habe das 7. dann wieder übernommen, im 14. Wie lange brauchen Sie jetzt, um das alles auf die Beine zu stellen? In der Regel ist es so, wenn es normal zu einer geht, etwa 10 Tage. Dank Unterstützung vom Zivilschutz. Und wenn alles zusammen tut, kommen wir dann gut über die Bühne mit dem. Das heisst mit anderen Worten, dass die nächsten Pferderennen im Meienfeld wird es auch das nächste Jahr wieder geben? He? Ich bin da guter Hoffnung. Was wir heute haben, die grosse Solidarität, die man jetzt merken tut mit dem Aufmarsch von diesen Leuten. Und da bin ich zuversichtlich und wir werden daran arbeiten, um die Pferderennen weiterhin aufrechterhalten. Da muss man schon sagen, also Leute sind gekommen wie Kreisnottel, gell? Das ist wirklich hervorragend. Also auch, obwohl es Logistik und alles ja nicht das gleiche ist wie sonst. Oder? Ja, das ist in der Tat so. Ist halt alles ein bisschen komplizierter. Und auf normalem Niveau, mit den Essständen etc. Jetzt wollen wir schauen, wie sich denn das herauskristallisiert. Rudi Nieder, man hat mich schon ein paar Mal gefragt, reiten Sie selber auch? Nein, ich bin noch nie geritten, beziehungsweise ganz am Anfang von meiner Jugendzeit habe ich dort etwas mitgemacht, also im Zusammenhang eben mit Reiten. Aber Sie müssen ein ganz gutes Netzwerk haben, damit Sie der gedrängten Terminkalender das dritte Rennen noch können einschieben. Also Sie sind wirklich anerkannt. Der Standard Meienfeld ist im nationalen Rennkalender etabliert. Das ist in der Tat so. Wir bekennen uns ja zum Hindernismecken. Und Hindernissport ist das Attraktive der ganzen Geschichte. Es hat nicht mehr viele Plätze in der Schweiz, wo eben Hindernisrennen durchgeführt werden. Und demzufolge ist es so wichtig, dass wir mit Meienfeld am Ball bleiben. Und hat recht, wenn man den Zuschaueraufmarsch sieht, dann denkt man ganz klar, das muss weitergehen. Es wird sicher auch weitergehen. Ich glaube, am 7. und 14. Oktober im nächsten Jahr ist es dann ja wieder so weit und dann hoffentlich mit anderem Wetter. Ja, und dann war Mittagspause. Und nach der Mittagspause ist es dann darum gegangen, sich wieder zu positionieren. Rechts hatte ich Grüscher, links Wiener, Engländer, Schweizer. Und ich habe euch gefragt, ob sie wettet. Wir hoffen das Beste. Ich habe auf der Nummer 4 gewettet. Warum Nummer 4? Warum nicht? Es sieht gut aus. Also so richtig englische Wette einfach. Englisch, ja. Die Frau wettet auf Nummer 4. Ja? Nein, ich bin Nummer 6. Ah, jawohl, so. Unbedingt. Kein Problem.
Gute Tempo. Oh, but that makes problems, huh? No problems for us. No? No. No problem? Okay. Gut. Und in Wien nichts gewettet, nichts? Nein, nicht gewettet. Und was hat denn der Mann gewettet? Was hast du gewettet? Nummer 4. Nummer 4. Das siehst du zusammen mit der Engländerin. Nummer 4. Yeah, number 4. Yeah! Wir sind im Fernsehen. Wie geht denn das mit dem Wetter? Ja, das ist ganz einfach. Zuerst mal das Pferd anschauen. Nachher mal das Gewicht vom Reiter bestimmen. Und so. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Dann setzt du einfach auf eine Nummer, wo du denkst, ja. Platz muss sein. Ja. Gibt es noch verschiedene Tricks? Ja. Im Wetter? Ja, es geht schon. Also weißt du, Frauen lassen? Nein, ja nicht. Ja nicht. Gut. Also ihr habt auch nicht, das gleiche gewählt. Nein. Frauen etwas anderes? Ja. Ja, was hast du gewettet? Also, auch eine sinnvolle Anlage ist. Ja, Frau. Hä? Jetzt zwei. Und was der Hinweis, wir danken für Ihr Verständnis, dass drei. Heute an diesem improvisierten Tag nicht alles ganz so ist ein Problem. Am Abend denken wir zwei Geld miteinander teilen. Aha, und wenn es nichts gibt, was machen wir dann? Ja, wo wollen wir denn? Aber hübsch überkommen. Schau! Ja. Wir haben das letzte Rennen auch gewonnen. Beim Zigeunerspießstand ist im Moment. Frau wohl! Bis jetzt ist immer Frau gekommen, jetzt findest du. Ja. Gut. Aber du gibst der Frau nichts ab, oder? Wohl. Aha. Bei dem Wohl wäre es halt nicht viel. Ich bin gespannt. Also 3 oder 4? Nein, 2 oder 3, gell? Ja. Und dann ist losgegangen. Preis von der Raststätte Heideland Meierfeld. Fast hätten wir den Start verpasst für lauter Wettgespräch. Ich war gespannt, was da rauskommt. Wir sind im Schlussteil des Rennens wieder eingestiegen. Zweite von 3 Publikumspassagen, noch 4 Hindernisse. Etwas mehr als eine Runde. Innen Semia, außen Soundtrack. Dann Le Poch in blauer Position, El Panama und Sig Sig. Vorne ist Soundtrack. Innen jetzt begleitet von Semia Le Poch. Da hat Junior Lümmel noch überhaupt nichts gemacht. Er sieht hier richtig stark aus und greift jetzt auch an. Le Poch mit einem Sprung vom dritten auf den ersten Platz. Semia innen und Soundtrack. Soundtrack scheint hier geschlagen. Vielleicht noch Semia, die Siegerin der beiden Hürdenrennen letztes Jahr. Le Poch sieht aber bestechend aus. Über das letzte Hindernis noch etwa 200 Meter. Mit Le Poch, Semia an zweiter Stelle, macht noch einen Fehler und somit ist der Weg frei. Le Poch und Julien Lümmel, die gewinnen hier. Le Poch vor Semia, Kampf um den zweiten Platz. Semia bleibt Zweite. Mette ist nicht aufgegangen. Nein, ich hatte einen Nebentipp da. War es nicht gut gegangen, gell? Ja. Du hast gekommen, gell? Ja, ich bin halt mit der Rose aufgewachsen. Im Militär bin ich beim Training gewesen. Dann schaue ich dort hin und an. Dann haut es, gell? Jawohl. Ja, es ist der erwartete Favoritensieg. Er hat nichts abbrennen lassen. Nach dem Antritt auf der letzten Gegenseite. Ist alles entschieden gewesen. Da stehen Sie jetzt als Sieger. Mit dem Ritter Julien Lemay, das ist der Le Poch. Ja, so kann es eben gehen beim Wetter. Aber Wetter ist ganz einfach, wie der Speaker uns dann beigebracht hat. Also, Sie gehen an den Schalter, 2 Wette Sieg, sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, einfach für Einfachheit halber mal. Und wenn 2 dieser 6 Pferde die ersten beiden sind, dann haben Sie schon gewonnen in der 2er Wette Sieg. Kostet 30 Franken mit 6 Pferden, 20 Franken mit 5 oder 12 Franken mit 4 Pferden. Und ich garantiere Ihnen, diese 12, 20 oder 30 Franken haben Sie im Leben schon dümmer ausgegeben. Und da hat er mit Sicherheit recht. Man hat anscheinend die Leute motivieren mit fast 68'000 Franken Wetteinsatz, ist man doch auf die Rechnung gekommen. Siegwette, Platzwette, Zweierwette, Sieg und was es so alles gibt. Zweierwette, Platz, Dreierwette. Auf jeden Fall ein Haufen Leute haben hier eben ihr Glück probiert und wie ich gehört habe, ein Haufen auch Erfolg gehabt. Der Daniel Bühler recht auch. Ja! Ja, sie. Was machst jetzt du schon wieder da? Daniel, auch ein Pferdesport machen? Ja. Natürlich, wenn es Rennen ist, Padre Gatz, Meierfeld, da sind wir da, der BAA.
Und dann auch ein bisschen wetten, oder? Ja, das machen wir jetzt. Ich wollte eigentlich gerade gehen, jetzt bist du mir in die Quere gekommen, aber ich habe nur, um es dann nachher zu machen. Aber jetzt mal ehrlich, verstehst du etwas davon? Nein, aber ich habe einen guten Kollegen, der etwas von dem versteht. Und darum gehe ich jetzt das wetten, was der mir gesagt hat, ich soll wetten. Ob er gewonnen oder nicht, das weiss ich nicht. Ich weiss nur, das nächste Rennen war Preis von so Medien. Medien Südostschweiz, ein Frachrennen über 2650 Meter. Ramino ebenfalls auf der Verfolgung, Ganador kommt nicht weiter, auch April Song nicht. Jetzt ist Chanel in Front mit Milan Sattelkal. Noch etwa 220 Meter beim Sprung dort mit zwei Schützlingen von Miro Weiss. Der kann sich schon zur Siegerehrung begeben. Die Frage ist nur, wer gewinnt hier? Chanel oder innen? Innen kommt nochmal Lordino, aber Chanel vor Lordino. Schnell mit der halben Länge vorne wieder eine spannende Sache. Und natürlich spannend war auch, während man angestanden ist, ein bisschen über dies und jenes zu reden. Übrigens, apropos Logistik, trotz eben reduzierter Logistik hat alles wirklich perfekt geklappt. Also von der Verpflegung, von den Sitzgelegenheiten zum Wetten, was ja alles gar nicht so einfach ist zum Organisieren. Und wer eben dann wette, der muss da genau schauen. In Führing muss schauen, sich mit den Rossen beschäftigen. Und dann sind wir zum drittletzten Rennen gekommen, zum grossen Preis vom Kanton Graubünden, ein Jagdrennen über 4200 Meter. Vorne ist Bebel und Shannon Royal. Shannon Royal mit der Obersachserin Silvia Casanova und der extra aus Paris eingeflogene Anthony Le Cordier mit Bebel. Wer gewinnt hier? Bebel sieht hier stark aus. Aber Shannon Royal lässt nicht locker. Noch ein Hindernis mit Bebel vor Shannon Royal. Bebel, Shannon Royal. Bebel innen, Shannon Royal außen, der Schimmel mit Silvia Casanova. Jetzt wird Bebel in den Endkampf geschickt und Bebel zieht weg. Bebel vor Shannon Royal. Bebel gewinnt hier wie letztes Jahr. Drei Starts in Mainfeld, drei Siege. Bebel mit. Das ist der Bebel! Begeisterung auf allen Ebenen. Wer einmal zum Maienfeld war, der kommt immer wieder. Ich bin mit dem Vater als Kind an Pferde rennen gekommen. Ist das Gleiche oder hat sich schon viel verändert? Nein, da sind die, da sind Franzosen gekommen von der Militärschule von Fontainebleau mit dem Kapitän Marlin. Die haben dann die Jagdrennen gemacht. Ja, ja, das ist interessant. Die haben die immer gewonnen. Ja, und haben sie da gemacht? Sie sind in der Wahnsinn. Ja, ja, vom 73 Jahr. Und jetzt einfach so ein Meierfeld? Ja, wir wohnen im Buchs. Aha, ja, dann sind sie jedes Jahr wieder da. Ja, mehr, wenn das Wetter einigermaßen ist. Ja, das Wetter ist halt wichtig. Es geht ja um die Sicherheit von Ross und Ritter. Wir können zum zweitletzten Rennen, zum Preis vom Kanton St. Gallen Trabrennen von 2450 Meter bei Super Kaiserwetter. Vorne ist Cora du Châtelet zusammen mit Avril Pecco. Cora du Châtelet innen, Avril Pecco außen. Avril Pecco geht gut, Avril Pecco geht sehr gut und Avril Pecco heißt hier der Sieger, wenn er nicht mehr anspringt. Cora du Châtelet wehrt sich noch. Innen versucht auch noch bei Fax noch kurz zu kommen. Auch noch bei Fax geht noch auf den dritten Platz. Wir dürfen schon sagen, dass es ein außerordentlich geschicktes Rennen war von dem Duo. Hat am Favorit oder am Favorit Goran Schattler nicht den Gefallen gemacht und die Spitze übernommen, sondern ist in der Ausstellung geblieben bis auf die Zielgerade, wo dann der siegbringende Angriff gekommen ist. Und der grosse Applaus gegen mal am Siegesduo Jean-François Joner und Avril Pecco. Taktisch hervorragend und mit viel Nervenstärke der Sieg rausgefahren. Unter den Gratulanten der Daniel Bühler, der Gemeindepräsident von Badergatz. Und dann sind wir zum letzten Rennen gekommen, zum grossen Preis von der Stadt Maienfeld. Das längste Cross-Country-Rennen, 5400 Meter, das längste von der ganzen Schweiz. Sehr interessant, was Pensionisten alles können. Passet auf, Echisto. Da habe ich noch nicht gedacht, als ich da geschaut habe im Führing. Aber er hat gezeigt, was Pensionisten können. Echisto vor OFÖ, aber Les Sables Blancs ist da. Egisto vor Les Sables Blancs, Egisto, der kann das hier parken. Miro ist auch noch da. Egisto vor Les Sables Blancs, Egisto. Egisto! Gewinnt hier. Für Les Sables Blancs, Dritter ist Miro. Grosser Preis von der Stadt Meierhall. Ja, ganz eine Aufstellung hier auf dem Rosenbier. Was für eine Abschiedsvorstellung. Ein Glanzrennen von Pferd und Ritter. Da stellen sie mit der Nummer 1 als Sieger Raffaelli und Echisto!
Der Rick schießt in seiner Abschiedsvorstellung einfach magistral. Trainiert wird er vom Philipp Scherer und im Besitz steht er vom Stall Kildare. Das ist der Carlo und Margrit Brauch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war es jetzt bereits für heute. Im Namen des Rennvereins Mainfeld-Badragaz danke ich Ihnen für Ihren Besuch hier auf dem Rosslied. Danke, dass Sie mitgeholfen haben, diesem speziellen Renntag eine tolle Kulisse zu geben. Danke für Ihre Begeisterungsfähigkeit. Wir freuen uns, Sie alle im Oktober 2018 wieder hier auf dem Rosslied zu begrüßen. Dann hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen mit zwei Renntagen inklusive Tribüne. Auf Wiedersehen, bis dann. Bis dann heisst es am 7. und 14. Oktober vom nächsten Jahr. Das nochmal Kennzahlen, die eben darauf hindeuten, dass es wirklich ein voller Erfolg ist, auch mit dieser reduzierten Logistik. Mainfeld ist natürlich wirklich etwas ganz Spezielles. Es ist die einzige Naturrennbahn von der Schweiz. Es ist natürlich eine Ambiance, es ist eine Kulisse, die einzigartig ist. Übrigens nicht nur gerade bei Kaiserwetter, sondern überall bei Wetter, wo die Rennen noch zulässt. Mainfeld ist etwas, das man eigentlich nicht darf verpassen. Ja, in dem Sinn, denke dran, 7. und 14. Oktober im nächsten Jahr gibt es wieder Mainfeld. Es wird sicher nicht so sein, dass es wieder zweimal ins Wasser geht, weil Mainfeld ist gerade im Herbst unter Föhneinfluss sehr, sehr wettersicher. Also 7. und 14. Oktober, freut euch drauf. Mainfeld, die einzige Naturrennbahn von der Schweiz mit wirklich unendlich spannenden Rennen und einer super Kulisse.